Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Kommunikation mit digitalen Medien. In den nächsten Minuten befassen wir uns mit den Besonderheiten der virtuellen Kommunikation. Sie werden erfahren, was man unter synchronen und asynchronen Online-Kommunikationswerkzeugen versteht. Sie werden unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für Foren, Chats, Instant Messaging und Social Media kennenlernen. In der Online-Kommunikation unterscheidet man zwischen synchronen und asynchronen Kommunikationswerkzeugen. Bei ersteren findet die Kommunikation zeitgleich, also live, statt. Bei zweiteren reagieren die Teilnehmenden zeitversetzt. Synchrone Kommunikation findet beispielsweise in Chats oder in Live-Online-Veranstaltungen statt. Asynchron, also zeitversetzt kommuniziert, wird am häufigsten per E-Mail oder in Foren. Online-Kommunikation ist dadurch geprägt, dass sie im Vergleich zum Face-to-Face, F2F, Gespräch auf einige Kommunikationskanäle verzichten muss. Insbesondere nonverbale und paraverbale Inhalte bleiben durch diese Channel Reduction auf der Strecke. Körpersprache, Mimik, Gestik, Tonfall und alle sonstigen Signale, die in einer F2F-Begegnung äußerst wichtig sind, fallen komplett weg. Daher ist es besonders wichtig, in der geschriebenen Online-Kommunikation bestimmte Spielregeln, die sogenannte Netiquette, zu beachten. In der Netiquette werden sowohl zwischenmenschliche als auch technische und rechtliche Themen aufgegriffen. Die Grundregel lautet: Vergiss niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt. Das Schreiben in Großbuchstaben, in roter oder fetter Schrift gilt beispielsweise als aggressiv und unhöflich. In einem Chat wird die Netiquette übrigens zur Chatiquette. Sehen wir uns nun die beliebtesten asynchronen Kommunikationstools kurz näher an. Auch wenn E-Mails heutzutage immer mehr durch Social Media und Instant Messaging abgelöst werden, zählen sie nach wie vor zu den wichtigsten Werkzeugen in der Online-Kommunikation und sind der meistgenutzte Dienst des Internets. Per E-Mail können Textnachrichten, aber auch Grafiken und digitale Dokumente in wenigen Sekunden in die ganze Welt verschickt werden. Zum Schreiben, Versenden und zum Lesen von E-Mails gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nutzt ein E-Mail-Programm wie beispielsweise Microsoft Outlook oder man verwendet einen Webmail-Anbieter wie Gmail, Yahoo oder GMX. Achten Sie beim Schreiben von E-Mails besonders auf diese Punkte. Formulieren Sie einen klaren, nachvollziehbaren, kurzen Betreff. Schreiben Sie in einer gut lesbaren Sprache. Achten Sie dabei auf die Regeln der Netiquette. Senden Sie in Ihren Originalnachrichten Ihre Signatur mit. Web- oder Diskussionsforen sind virtuelle Treffpunkte zum Austausch von Gedanken, Standpunkten oder Erfahrungen. Meist ist Foren ein übergeordnetes Thema zugeordnet. Das kann ein technisches Thema sein, aber auch bestimmte Urlaubsdestinationen, über die der Austausch stattfinden soll. Innerhalb von Foren gibt es meist verschiedene Unterthemen oder Unterforen. Einzelne Diskussionsbeiträge in einem Forum nennt man Postings, bei zusammenhängenden Diskussionssträngen spricht man von Threads. Um in einem Forum Beiträge verfassen zu können, muss man meist auf der jeweiligen Foren-Website oder Plattform registriert sein und über ein Nutzerprofil verfügen. Es gibt aber auch anonyme Foren für Fragen zu sensiblen Themen oder Beschwerden. In Ihrem Unterricht eignen sich Foren, um Ihren Schülerinnen und Schülern wichtige Nachrichten und Infos zukommen zu lassen, gemeinsam mit den Lernenden inhaltlich zu diskutieren, Meinungen auszutauschen, den sozialen Zusammenhalt zu fördern, Brainstorming durchzuführen, Fragen und Antworten zu sammeln, Projektarbeiten und Gruppenarbeiten zu koordinieren oder mit den Schülerinnen und Schülern kreativ zu arbeiten.
Der Chat im Internet ist eine zeitgleiche Zusammenkunft beliebig vieler TeilnehmerInnen. Die ursprünglichste Form des Chats ist der reine Text-Chat. Besonders beliebt unter SchülerInnen ist das Instant Messaging, zum Beispiel über WhatsApp. Hier unterhalten sich einzelne Teilnehmende oder Gruppen per Textnachrichten, Audio- und Videonachrichten sowie der Versand von Bildern ist hier auch möglich. Chats finden zum einen auf öffentlichen Chat-Plattformen statt, zählen aber auch zur Standardausstattung von Lernmanagementsystemen, die nur einem registrierten Personenkreis zur Verfügung stehen. Chats werden häufig auch als zusätzliche Kommunikationskanäle angeboten, in Live-Online-Systemen oder in Social-Media-Angeboten wie beispielsweise Facebook. Chats eignen sich im Unterricht zum Beispiel als virtuelle Sprechstunde, für inhaltsbezogene Diskussionen, für Rollenspiele, für schnelle Entscheidungsfindungen innerhalb einer Kleingruppe. Besonders erwähnenswert bei der Kommunikation in Chats ist die Sprache, die durch die schnelle, zeitgleiche Kommunikation oft aus Abkürzungen, umgangssprachlichen oder Slang-Ausdrücken besteht. Mit der Entwicklung von Social Media, dem Mitmach-Internet, hat sich die Kommunikation im Internet grundlegend geändert. Soziale Medien lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Diejenigen, bei denen die Kommunikation zwischen den Teilnehmenden im Vordergrund steht, und jene Plattformen, deren Fokus auf dem Inhalt liegt, den die NutzerInnen erstellen und miteinander austauschen, wie zum Beispiel YouTube. Die Kommunikation in sozialen Medien ist nicht eindimensional wie im Fernsehen, Radio oder Zeitungen. Die NutzerInnen von Social-Media-Plattformen konsumieren zwar Informationen, produzieren aber gleichzeitig auch selber und tragen maßgeblich zur Verteilung von Nachrichten bei. Vom Liken, Teilen, Kommentieren bis hin zum selber Produzieren findet Kommunikation im Web 2.0 in vielen Abstufungen statt. NutzerInnen können aktiv mitgestalten, welche Informationen zu welchen Themen sie erhalten, mit wem sie sich austauschen, wem sie folgen und was sie von und über sich selbst preisgeben. Soziale Medien können durchaus sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden. Einige LehrerInnen verwenden Social-Media-Plattformen, um ihren SchülerInnen oder auch mit Kollegen und Kolleginnen Gruppen zu gründen. YouTube eignet sich zum Beispiel zum Hochladen von Unterrichtsvideos oder zum Publizieren von Videos, die SchülerInnen produziert haben. Hier sehen Sie zum Beispiel den YouTube-Kanal von SchülerInnen eines Grazer Gymnasiums. Twitter, Blogs oder Wikipedia eignen sich hervorragend für Recherchen und Diskussionsanstöße. Am wichtigsten im Zusammenhang mit Social Media ist aber das Gespräch mit den SchülerInnen über ihren Umgang mit dem Web 2.0. Hier Sensibilität und Gefahrenbewusstsein zu schaffen, sollte Priorität haben. Sie wissen nun, was man unter synchronen und asynchronen Online-Kommunikationswerkzeugen versteht und kennen die Besonderheiten der Kommunikation per E-Mail, Forum, Chat, Instant Messaging und Social Media. Weiters kennen Sie einige Einsatzmöglichkeiten der vorgestellten Kommunikationswerkzeuge für Ihren Unterricht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.